Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Dark Souls 3. Wir sind immer noch in diesem Gebiet hier. Was heißt immer noch in diesem Gebiet? Ich weiß mittlerweile wieder, wo ich hin kann. Das ist der eigentliche, das eigentlich Wichtige. Ne, hier, ich begrüße euch nochmal. Und jetzt werden wir uns hier in Nordwindtal auf den Weg machen. Weil wir hier die ein oder andere Ecke noch gar nicht erkundet haben, holen wir natürlich jetzt nach. Und zwar... Genau, ich habe schon ein bisschen geguckt. Ja, also nicht wundern. Ich weiß schon, wo wir ungefähr hin müssen. Hier, wissen wir noch, ist dieser komische Wächter aufgetaucht. Allerdings passiert hier nichts, ja. Er kommt nicht mehr. Ich weiß nicht warum, aber hier ist ein Tunnel. Und hier sind wir noch nicht durchgegangen. Das Schöne ist, ich war schon hier, habe die alle kaputtgeschlagen. Hier sind nämlich lauter ekelhafte Viecher. Aber die müssten eigentlich alle tot sein. Vielleicht habe ich irgendwo einen übersehen, aber ich glaube nicht. Ja, hier Jauche, Knöllchen, Kügelchen, was auch immer. Nehmen wir einfach mal mit. So, hier ist nichts mehr. Keine Lust, hier irgendwelche Shinies zu übersehen. Ist hier auch ein Shiny? Ja klar, ist da ein Shiny. Asche von... Greyred. Ich glaub's nicht. Das ist Greyreds Leiche, unser Dieb. Unser Schurke ist gestorben. Deswegen kam er auch nicht zurück. Wir müssen auf jeden Fall trauern. Wir sind am Boden zerstört. Greyred. Du hast mir so tolle Gegenstände angeboten, die ich nie gekauft habe. Shit, Greyred ist tot. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet, dass er hier in so einer siffigen, moderigen Ecke liegt und da vor sich hin fault. Scheiße, das ist mir gar nicht aufgefallen. Kann doch nicht wahr sein. Hier haben wir noch was. Schon wieder eine Asche. Ja, also, das heißt, wir können dieser Frau auf jeden Fall in unserem Feuerbandschrein ordentlich Asche geben. Das ist gut. Das ist sehr gut, aber wir sollten hier vorsichtig sein. Was ist hier? Estus-Suppe, ja klar trinken wir die. An der Estus-Suppe können wir uns heilen, das ist ganz cool. So, wir sehen, ich habe immer noch Blut, ja, als ich Jorm getötet habe. Ich bin nicht gestorben in der Zwischenzeit. Ich habe ja ein bisschen rumgesucht, wo wir hin müssen. Und habe dann dieses Gebiet hier entdeckt. Und hier... Oh, ich habe keine Ahnung, was hier auf uns lauert. Schön hier um die Eckenlinsen. Ah, da hinten steht schon einer. Der sieht uns aber nicht. Was ist hier? Alles klar. Da oben steht auch noch einer. Die Schweinehunde hier. Macht der irgendwas? Nö. Ist dem eigentlich vollkommen gleichgültig, dass ich da unten herlatsche? Er sieht uns jedenfalls nicht, kommt auch nicht runter. Alles cool. Okay. Dann schleichen wir uns mal an den dran. Der steht schön mit dem Rücken zu uns. Sollten wir vielleicht ausnutzen und ihm einen schönen Backstep verpassen? Was? Oh mein Gott! Hat er geschossen auf uns? Klar, da steckt doch was drin. Der Drecksack schießt auf uns, ich fasse es nicht. Na, hau ab! Warum hat er ein Stromschwert? Sag mal, geht's noch? Was heißt Strom? Blitz? Blitz ist es. Hey, 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 hey. Bleib mal ganz locker, mein Freund. Ganz locker. Na, den haben wir doch gut weggehauen. Große Titanitscherbe und göttlicher Segen habe ich mir schon immer gewünscht. Ah, da geht's raus. Okay, was ist das hier? Oh, irgendwas Kaltes. Frost oder Vereisung oder irgendwie sowas. Okay, nicht ganz so gut. Ei, was soll denn das? Da oben. Du Wurst, ey. Hau bloß ab. Geht's hier was? Wir müssen ja hier alles nachgucken, ob da irgendwas ist, ob es hier was Schönes gibt. Aber es sieht tatsächlich so aus, als wäre hier gar nichts. Bevor wir rausgehen... Hä? Wo ist denn die Treppe?
Genau, hier haben wir den umgebracht. Hier oben ist eine Treppe. Und hier wird es wahrscheinlich noch was geben. Oh, da steht noch einer. Alles klar. Schauen wir uns erstmal hier um. Jo. Jo, hier wird alles vereist. Da sind Truhen und ich... Ich weiß es nicht. Ich glaube, die bewegen sich nicht, oder? Sah für mich nicht so aus, dass sie sich bewegt haben. Okay. Ansonsten ist hier nichts. Der schießt jetzt schon auf uns. Da geht... Oh, oh, du blöde Sau. Ah, voll in den Arm. Scheiße. Ich hab... Nein, wie unbequem. Ich hab einen Speer im Arm. Oder ist das ein Pfeil? Das sieht eher aus wie ein Speer. Wird aber wohl ein Pfeil sein. Hallo, geht der auch mal wieder weg, ey? Oder soll ich jetzt das bis zum Ende des Spiels oder bis ich das nächste Mal sterbe mit Speer im Arm rumlaufen? Hallo? So, wie kriege ich dich angelockt? Genau, am besten so. So, der Speer ist jetzt auch weg. Komm, ach Mann! Wieso immer mit Blitz? Das ist doch voll unfair. Okay, okay, okay. Und... Oh, shit, shit. Na, ja, schön hier hintergehen, nicht abschießen lassen. Wow. Alter, was ist denn mit dir los, du Schwein? Aua. Bitte nicht. Alles cool, aber bitte nicht sterben. Na, schön auf die Omme. Ach komm, du bist doch schon so gut wie down, Junge. Oh, ein bisschen aufpassen, dass wir uns jetzt hier nicht noch einen Gefrierbrand holen. Das wäre auch nicht so dolle. Oh, shit. Alter, der braucht doch nur noch einen scheiß Treffer. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich habe auf ganzer Linie versagt. Auf ganzer Linie versagt. Das kann ich natürlich so nicht stehen lassen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Ach, nee, dein Ernst. Das ist doch ein Witz. Okay, dann halt nochmal. Obwohl... Ah ja, nein, jetzt müssen wir da... Ach stimmt, die sind alle wieder da. Dann seht ihr jetzt aber wenigstens, was ich eigentlich schon für eine Vorarbeit geleistet hatte. Ach, wie doof. Wie doof und wie ärgerlich. Aber gut, man kann nichts machen jetzt. Seht ihr, die sind richtig widerlich, diese Viecher, die jetzt hier sind. Genau da, guckt ihr euch die an. Ekelhaft, wie die angekrabbelt kommen. Die halten nicht besonders viel aus. Drei Schläge, dann sind sie tot, aber sie sind so unfassbar widerlich. Ich mag schon Spinnen nicht. Und die sind so spinnenähnlich und eigentlich noch ekelhafter als Spinnen. Bah. Furchtbar. Aber was will man machen? Ich kann es ja nicht ändern. Gleich bei den Rittern vielleicht nicht ganz so blöde anstellen, dann... Oh, was macht er denn? Er backt da oben fest. Sehr schön. Sehr schön. Weggehauen. So, jetzt können wir hier wieder an der Estus-Suppe vorbeilatschen. Warum auch nicht? Ah, da ist ein bisschen ärgerlich, dass wir das jetzt machen müssen. So, wir holen uns natürlich erstmal hier unsere Dings. Der eine ist... Achso, die sind tot, ne? Also wir müssen die jetzt nicht nochmal besiegen. Ne, doch, da ist der Sack. Ach ja, klar, den haben wir ja gar... Ich war gerade etwas perplex, den haben wir ja gar nicht besiegt. Den einen da unten haben wir besiegt. Aber der hier, der hat uns ja platt gemacht, stimmt. Das sollten wir jetzt ein bisschen besser aufpassen. Da sollten wir jetzt etwas besser aufpassen. Komm schon, Dicker, komm. Hau zu. Hau zu. Hauen bitte nicht diese ganzen Fässer kaputt. Ey, wenn ich jetzt wieder verrecke, dann ist aber hier...
Dann breche ich in Tränen aus. Das darf nicht wahr sein. Ja, er tobt sich aus. Ach komm. Das macht den einfach nichts, ey. Ich kann den nicht stunnen. Ich dachte beim dritten Schlag... Oh nein, mach doch dein Backstep, Junge. Nein, 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 nein. Jawohl. Und da ist er down. Da ist er down. Sehr schön. Und jetzt packen wir uns hier noch oben den blöden Fritz da. Ätzend. Richtig ätzend. Okay, okay, okay. Yes, yes, Junge. Und, oh shit, oh shit. Ich hab Erfrierungen, ich hab Erfrierungen. Oh, jetzt packt er seinen Bogen aus, ne? Ist klar. Ohne kannst du auch nicht. So, auch der ist weg. Wunderprächtig. Haben wir natürlich ein paar Pfeile bekommen. Wieso auch nicht? So, jetzt holen wir uns noch einen Gefrierbrand. Nee, das halten wir aus. Ja, okay. Okay. Und. Was? Die sind alle? Alle harmlos. Ring des Löwen. Okay. Ach, Smokes Großhammer. Wie geil ist das denn? Jawohl. Und ein bisschen göttlicher Segen. Smokes Großhammer. Finde ich cool. Schön, dass die es einbauen auch, ne? So, aus den älteren Teilen. Mich interessiert aber mehr der Ring des Löwen, was der kann. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Ja, alles klar. Es ist natürlich der letzte Ring, den wir hier andotzen. Konterangriffe bei Stoßwaffen verstärkt. Ja, gut. Schade. Nichts, was mich interessieren würde. Schade. Wirklich sehr schade. Aber ja, gut. Was will man machen? Wir wollen auf jeden Fall jetzt weitergehen. Gucken. Habe ich hier noch irgendwas? Ich kann mich ja jetzt hier frei bewegen. Vielleicht sind ja... Ist ja hier doch irgendwas hier. An den Gemälden. Hier vielleicht? Nö. Sieht nicht so aus. Gehen wir weiter. Warum lange über sowas nachdenken? So, auch hier werden wir uns schön umschauen. Schließlich waren wir hier noch nicht. Die Treppe hoch. Ist hier irgendwer? Irgendwas? Okay, hier ist nix. Ja. Da ist mal. Oh! Oh, da sind Hundis. Super nette Hundis. Ja, und ich verliere gerade ein bisschen die Übersicht. So, Hundis sind kein Problem. Die sind nur ein bisschen flott unterwegs. Und oh, yo. Magie. Ach, das sind wieder diese Unsichtbaren, wo man nur die Köpfe sieht. Beziehungsweise, wo man nur die Augen und ein bisschen schwarzen Rauch sieht. Aber ach nein, da ist noch einer. Scheiße. Ey, ist es denn wahr? Mach mal keinen Lauten hier, Junge. Fühlt sich besonders stark, ne? Oh, yo, shit. Ey, nee. Wir machen jetzt hier mal einen schönen Abgang. Oh, wie der uns fast getroffen hat, ey. Der ist da oben irgendwo. Na komm, du Sack. Zack, schön vors Schild gesprungen. So. Aber jetzt. Kann doch nicht sein hier.
Mann, Mann, Mann. So, jetzt machen wir den erstmal weg. Der geht mir auf den Sack mit seinen Angriffen. Genau, und hier. Oh, scheiße. Backstep hat nicht geklappt. Sehen tue ich auch nichts. Ah, wieso habe ich nicht einfach zugehauen? Ratzfatz ist das doch erledigt. Och nee, da sind noch mehr. Da sind auch gleich zwei. Und ein Hund. Ach Gott. Okay, wir hauen hier ab. Das ist Ehrensache. Wir gehen ein bisschen hier in Deckung, wo wir nicht angegriffen werden von den Zauberern. Aua, danke fürs nicht anvisieren. So, und das war's. Müssen wir ein Schlückchen trinken. So geht das nicht. Ach, Mann. So unnötig einfach. Was noch mehr? Ah, nee, das ist der eine. Ich dachte, da wäre noch einer, ey. So, egal, hat der uns halt einmal getroffen, aber jetzt sind wir einen los. Ja, ja, flipp mal aus, genau. Zack, zack, zack. Fertig, weg mit dir. So, hier ist nichts, ja. Dann schnappen wir uns das Shiny. Große Titanitscherbe, ja. Brauche ich nicht mehr, ich könnte mal Titanitbrocken langsam vertragen, aber okay. Nehmen wir natürlich trotzdem mit, hier ist nichts mehr. Was ist hier? Hier ist ein Aufzug. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was da oben ist. Ein Shortcut. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ja, da laufen die her und hier in der Nähe ist das Leuchtfeuer. Das ist gut. Das ist nur ein Shortcut, nur in Anführungsstrichen. Der könnte ganz nützlich sein. Da müssen wir nämlich nicht immer diesen Weg wieder durch diese Kanalisation, wo diese spinnenähnlichen Wesen sind. Das können wir uns dann sparen. Das heißt, wir sparen uns dadurch schon eine ganze Ecke Weg. Das ist gut, so. Was haben wir hier? Okay, da könnte man vielleicht runterspringen. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich das mache. Vielleicht kommen wir auch anders dahin. Ach ja, oh je. Der war aber nah. Ja, okay. Ah, da oben sind gleich zwei wieder. Zum Ausrasten. Alles klar. Okay. What? Wo kam das denn her? Und wie schnell die auf einmal werden? Ist es denn zu fassen, du dummes Schwein? Und da ist gleich noch einer und wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Auch wenn die nur so halbgar mit ihrem Dolch durch die Gegend fuchteln können. Wenn die einen erwischen, dann kann das auch mal ein bisschen ins Auge gehen. Ach du Scheiße. Nein. Alter, fast gestorben. Ich glaube, es hat beinahe gestorben, ey. Gegen diese Amateure. So, nehmen wir noch das. Was? Nein. Nein, 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 nein. Was ist das? Sofort raus hier. Holy cow. Springt mich da auf einmal was von oben an? Ist das dein Scheißernst? Und eine Erfrierung auch noch eingeheimst? Ich glaube, wir werden dann langsamer. Kann das sein, wenn wir eine Erfrierung haben? Es fühlt sich irgendwie so an, als wären wir langsamer. Hier ist auch noch einer. Ey, das kann doch nicht sein. So, komm her. Zack, zack. Und noch ein. Tschüss. Gar nicht aufhalten. Immer drauf, immer drauf, immer drauf. Blutiger Edelstein, sehr schön. Und bloß weg mit denen, ey. Okay, da geht's auch noch hoch. Da ist ein Shiny. Nice. Da ist auch ein Shiny. Naja. Ich muss schon gähnen, so langweilig sind die Shinies, die wir bekommen. Nichts Großartiges dabei. Ach nö, ihr Sensemann hier.
mit einer unfassbaren Reichweite. Das kann doch alles nicht wahr sein. Bitte, bitte geh drauf, bitte. Komm, 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 komm. Okay. Okay, was ist los mit dir? Was tust du? Bist du blöd? So. Erledigt. Bei dem müssen wir echt aufpassen. Die sind gefährlicher, als sie aussehen. Oh, da ist schon der Nächste. Aber der zaubert. Der ist nicht ganz so krass. Will mich aber nur ungerne... Ach so, doch, ach so, der ist das. Okay. Schön Backstep und dann hauen wir ihn aus der Stiefel. Oh! Mit den Blocken habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Ja, ein Chromschwert ist auch ganz nett. Scheiße, blockt er mich einfach ab, ey. Es hätte auch jetzt wieder ins Auge gehen können. So, was haben wir? Oh ja, eine Nebelwand. Ist hier noch irgendwas? Ne, hier ist eine Nebelwand. Das heißt, hier ist ein Endgegner. Vielleicht einer der Fürsten. Das wäre ganz nett. Möglicherweise auch nicht.